Wie kann es sein, dass Schröder, ehemaliger deutscher Politiker, SPD, und heutiger Lobbyist sich nicht von Putin distanziert? Schröder, der bei der politischen Partei SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands war, ist in dem Fall irgendwie widersprüchlich. Jetzt da Wladimir Wladimirowitsch Putin Krieg in Ukraine führt. Wie kann es sein, dass Schröder zu Putin hält? Etwas wegen Geld. Öffentlich. Könnte da ein bedingungsloses Grundeinkommen helfen? Wie sind deine Gedanken zu diesem Thema? Teile dies gerne unten in den Kommentaren mit uns.